Ui, ui, ui. Wir sind vom Jefferson Memorial. Aber Jefferson liegt mir nicht im Kopf. Jericho Doss. Ich werde es umbenennen nach dem Jericho Memorial. Ach, schaut nicht nach Action aus. Schaut eher nach Einöde aus. Okay, suchen wir unseren Vater. Geht weiter. Ich werde das Spiel so schnell wie möglich fertig bekommen. Ein oder zwei Folgen. Wenn ich die richtigen Tasten treffe. Oh, er ist noch immer abgelenkt. Oh, sie sind beide abgelenkt. Kann ich eine Granate reinschummeln? Habe ich Granaten zum Reinschummeln? Habe ich. Meine Stealth-Künste sind so gut. Chauffeur! Du Wicht! Was wagst du, mich zu granatieren? Ah, das ist Kunst. Okay. Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Ich weiß gar nicht, wie man kämpft ohne Jericho. Ah, schau, ein Lasergewehr. Ist das in gutem Zustand? Verdammt. Oh, ich habe das Spiel fast eine Woche nicht mehr gespielt. Ist kein Wunder, dass ich mich nicht auskenne. Und wie gesagt, meine PlayStation ist verreckt. Au. Oh. Wer wagt es? Ich kann das Sturmgewehr nehmen. Nein, ja. Ja, dein Arm tut weh. Okay. Was habe ich zum Naschen mit? Coca-Colas. Ich hab wieder getrunken. Warum habe ich das getan? Oh, ich bin viel zu dramatisch gerade. Viel zu dramatisch. Wen habt ihr geschossen? Auf meinen Vater. Ist er schon tot? So wie Jericho. Ah. Jericho ist mein wahrer Vater. Der Mann hat mich praktisch zu dem Mann gemacht, den ich bin. Das klingt komisch. Er hat mich großgezogen, meine ich. Mir das Weltall gezeigt. Nein, das Fallout war das den Wahl. Denn das Ödland. Das Ödland hat er mir gezeigt. Das Ödland. Ja, ein kleines Labor hier. Nope, ich lecke. Nice. Erklärung, wieso wie Lag-Tests macht. Neben. Was werdet ihr euch rechnen? Das Weltall erobern? Nein, wir schießen uns gegenseitig in den Kopf. Das können wir spielen. Okay, wo ist Vater? Oh, ich drehe mich im Kreis. Hier drinnen. Danke, hallo. Und bin ich noch immer versteckt? Souvenirshop, nein, danke. Solange es keinen Dino-Souvenire hier gibt.
Der Typ. Ein Geräusch? Anscheinend ganz oben. Ist mir aufgefallen, wie laut die Schritttöne sind. Hey Bro. Die Ära der Supermutanten, machen wir das Bein weg. Dann kann man nicht chargen. Was für ein Sprung. Uff, das war ein guter Schlag. Gute Arbeit, gute Arbeit. Kann man loben. Dann Hammer liegen lassen. Deiner Flash broken. So, wo ist Daddy? Das sollte radioaktiv sein. Oh, ja. Ah, ich muss mir das durchhören. Muss ich nicht, oder? Notizen 5. Sogar in Vault 101 habe ich mit meiner Arbeit an Projekt Purity nie ganz aufgehört. Schon bald nach unserer Ankunft gehörte es zu meiner abendlichen Routine, in den gesperrten Bereichen nach, was weiß ich, zu suchen. Nach irgendwas. Immerhin war es eine Vault-Tech-Einrichtung. Der Ort war mit den modernsten Technologien erbaut worden, die dieses Land jemals entwickelt hatte. Bei diesen Ausflügen kam aber nie etwas Nützliches heraus. Also brach ich eines Nachts, nach einer halben Flasche Scotch, in das Büro des Aufsehers ein. Es war einfach, seine Konsole zu hacken und Zugriff auf die geheimen Dateien zu erlangen. Das meiste war aber Müll. Propaganda, Spionageberichte, schlichtweg Scheißdreck. Aber es gab eine Sache, die meine Aufmerksamkeit erregte. Der Name Dr. Stanislaus Braun. Natürlich kannte ich Brauns Arbeit. Zu seiner Zeit war er sehr prominent. Vault-Techs Hexenmeister der Technik, der seinesgleichen ob seiner technischen Fähigkeiten staunen ließ. Aber es war auch in Vault 101 in dieser Nacht im Büro des Aufsehers, als ich zum ersten Mal von Brauns Rolle in Vault-Techs Programm zur Erhaltung der Gesellschaft und seiner Arbeit an etwas namens GEIK erfuhr. Das Garten Eden Erstellungskit. Oh ja, scheiße. Ah ja, stimmt. Oh ja, das habe ich ganz vergessen. Das muss ich ja auch noch machen. Das wird wehtun. Oh, Mist. Muss ich mir das echt alles durchhören gerade? Ehrlich gesagt klang das GEIK wie pure Fantasie. Sogar für jemanden mit Brauns Fähigkeiten. Es war nicht weniger als ein Wunder. Ein Terraformungsmodul, das Leben aus totaler Leblosigkeit erzeugen kann. Und dieses Ding war nicht nur real. Es wurde sogar an verschiedene Vaults verteilt, um es nach einem Atomkrieg einzusetzen. Leider befand sich Vault 101 nicht auf dieser Liste. Ich habe einige Nachforschungen betrieben und fand Brauns Name auf der Reservierungsliste für Vault 112. Ich bin kein Pfuscher, aber dieser Mann könnte leicht das geschafft haben, woran ich gescheitert bin. Ist sein gesammeltes Wissen immer noch in den Räumen von Vault 112? Tagebücher? Holobänder? Computerdatensätze? Vielleicht sogar Experimente? Wenn ich nur Zugriff auf einen Teil von Brauns Genialität hätte, würde Projekt Purity Realität werden. Oh, das wird scary. Ich bin zu Vault 112 aufgebrochen, um nach etwas von Braun zu suchen, das uns bei der Fertigstellung des Aufbereiters helfen könnte. Ich weiß nur, dass er sich irgendwo westlich eines Ortes namens Evergreen Mills in einer Art Werkstatt befindet. Aber ich werde es finden. Ich muss. Wir sind ganz nah dran. Aber ist das nicht sowieso die Geschichte von Projekt Purity? Ein ewiges, ganz nah dran sein. Mal sehen, ob Braun das fehlende Puzzlestück hat. Okay. Oh, diese Mission. Diese Mission habe ich ganz vergessen. Das Gruselige. Hopp, apropos gruselig, die Tür wird geklitscht. Wir müssen in die Vault. In die Grusel-Vault.
Verdammt, wird das zart. Gar nicht cool, gar nicht cool. Okay. Wo ist die Gruselwolt? Verdammt, wo ist die Gruselwolt? Hier. Evergreen Hill. Oh, das ist gar nicht cool. Ja, der Shade ist besser zum Hingehen. Ich glaube, das wird der bessere Winkel sein. Ich weiß, dass sie alle tot sind. Hier soll ich nicht runterhopfen. Oder Kuh. Ich sollte meinen Sniper rausholen, bevor Todeskrallen kommen. Genau, das Brahmin ist die Gefahr hier. Das ist noch kleiner. Den schaffen wir mit Schrotflinte. Oder Sturmgewehr. Sei, dass das Spiel jetzt viel grauer ist als sonst Augenport, okay. Als sonst wo. Sicher, wenn ich auf der Bläse gespielt habe, habe ich die Filter ein bisschen besser einstellen können nebenbei. Jetzt kann ich das nicht mehr. Okay, weiteres Skorpion, ja. Ah, ich krieg Augenbord-Unterstützung. Der hat kein Ziel. Null Ziel, der Bro. Danke, Kleiner. Und jetzt verschwinde, bevor ich dich auch noch wegmache. Das ist das Gebäude. Kann sein. Ja. Nur nicht mein Trinken umstoßen. Das bräuchte ich heute noch. Ja, mal schauen, ob ich das heute überhaupt fertig bekomme. Verdammt, schaut das öde aus. Der Grünfilter ist gerade extremst. Extremst grün. Alles gut versteckt, die Vault in der Garage. Ich glaube, da waren keine Feinde drin. Ah, ich habe mich geirrt. Der schlimmste aller Feinde. Die Kakerlake. Und mal was haben. Ich nehme es. Das Coole ist ja auch, Gewehrschrank. Ah, das ist wert mitzunehmen. Tatsächlich, damit ich Lincolns Repeater-Money bekomme. Ah, Serpentines Sensor-Modul. Das ist gutes Zeug. Ich werde endlich meine Kronkorkenminen und Nuke-Granaten weitermachen, glaube ich. Wenn ich eine Werkbank halt bekomme. H-Klammern bitte. Okay. Eine H-Klammer pro Folge ist schon viel. Da, das Spiel dreht sich zu viel gerade. Ja, warum habe ich das mitgenommen? Warum habe ich das mitgenommen? Ich wollte nur das haben. Lunchbox. Brauchen wir auch. Ich glaube, Kernspaltungsbatterien brauche ich sogar, oder? Wenn ich mich nicht irre. Da, bist du unflüssig, Spiel. Unflüssigst. Und wir gerade. Nein, Blechdose eine gerade. Mir wird mitgenommen.
Da ist sie. Weiche mir, Feind. Ich glaube, ich kann sogar sterben hier drinnen. Ich habe nicht wirklich die Intelligenz, um alles richtig zu machen. Ich glaube, Wissenschaft brauche ich auch, damit hier was weitergeht. Etwas besser Screenshot nehmen. Wupp. Angenehmes Geräusch. Verdammt, hat die Tür denn niemand geölt? Papa, warum hast du kein Öl reingehauen? In der Tür. Oh, ich darf mich nicht so viel im Kreis drehen. Nicht gut für die Augen gerade. Wird dann schwindelig. Willkommen in Ward 112 Einwohner. Laut der Sensoren sind sie 202. Tut mir leid. Jahre zu spät angekommen. Ich bin einfach unpünktlich. Bitte ziehen Sie wieder Ihren von Ward Tech ausgegebenen Ward Overall an. Wenn Sie Ihren... Bitte gehen Sie, sobald Sie angezogen sind, die Treppe hinunter auf die Hauptebene. Ein Tranquility-Sessel ist verfügbar. Bitte Platz nehmen. Danke. Scariest Mission in the Game. Vielleicht komme ich mit Dietrichen weiter. Das Einzige, was ich kann. Spin, 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 spin. Hopp. Drücke Messer. Die gönne ich mir doch. Eine Kampfrüstung hier drin versteckt. Ah ja, weil ich sicher den Vodoverall haben will. Geil. Okay, noch eine Kampfrüstung oder was? Pfeile, es werden Pfeile zurückgelassen. Ich weiß gar nicht, vielleicht kann ich hier drin ja doch nicht sterben, aber ich glaube schon. Ich glaube, ohne Wissenschaft und Intelligenz wird das eine schwierige Nummer. Dann muss ich einfach seine Spiele durchführen. Ah ja, ich kann mich ja durchmördern, ich hab's ganz vergessen. Hey. Hallo, Sir. Hallo, Sir. Hallo, Ma'am. Meine ich. Sorry, sorry. Okay. Hilft nichts. Ah, ich krieg negatives Karma, wenn ich mich durchmördere. Verdammt! Verdammt! Ah. Mich hier hinein. No access. Ja, was sag ich? Zu dumm. Zu dumm. Okay, ich glaube, ich werde seine Spiele spielen müssen. Welcher ist meiner? Nelson, Rockwell. Rockwell umgesetzt hier. Mit Helm dafür. Sehr schick. Und jetzt kommt dieser freaky Scheiß. Ist doch nur VR Gaming. Nein. Ah, ich werde sowas auf die Fresse bekommen. Komm, weg, geh weg. Oh, Dogmeat. Stimmt ja, das ist ja nicht Dogmeat.
Das ist Vater. Das ist ja mein Vater. Hallo Vater. Okay. Hallo. Oh, jemand Neues zum Spielen. In letzter Zeit habe ich wirklich viel Glück. Mir ist gerade etwas langweilig. Oh, wir werden jede Menge Spaß haben. Und sind Knöpfe auch noch. Ich hasse sie schon mehr. Ich weiß nicht recht. Wie sieht er denn aus? Mit Hund. Er ist also dein Vater? Ach, ja. Wir werden ja so viel Spaß miteinander haben. Das wird das beste Spiel werden, das ich bisher gespielt habe. Ich habe ja gewusst, dass du es tun würdest. Es ist wirklich ein einfaches Spiel. Es geht nur darum, Timmy Newsbaum zum Wein zu bringen. Er ist außer dir das einzige Kind, das hier lebt. Er ist eine ganz große Heulsuse. Das wirst du schon noch merken. Bring ihn zum Heulen und komm dann wieder hierher zurück, damit wir weiterreden können. Du sollst Timmy zum Weinen bringen. Du kannst es schaffen, das weiß ich. Wenn du das Spiel gewinnst, können wir vielleicht weiterreden. Vielleicht später. Zuerst möchte ich sehen, wie du mit Timmy zurechtkommst. Mach dir darüber keine Gedanken. Ah, Timmy Nussbaum zum Weinen bringen. Ah. Sorry, Timmy. Ziemlich hell das Spiel. Ich bin Timmy. Möchtest du spielen? Nein. Du bist ein großer, dummer Lügner. Was kann ich für dich tun? Ah. Betty? Naja. Sie ist eben Betty. Du weißt schon. Du solltest die wirklich lieber nicht warten lassen. Hallo, möchtest du... Was? Nein, das hat sie nicht. Oder etwa doch? Ich mag sie nicht. Sie ist unheimlich und lacht über Dinge, die nicht lustig sind. Ah. Deinen Vater? Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Ist er denn verschwunden? Hier ist es ganz in Ordnung. Ich habe eigentlich keine Spielkameraden, außer Betty. Und Betty ist irgendwie... Naja, sie ist eben gemein. Was? Du bist aber ein merkwürdiger Vogel. Ich wünsche ihn... Hallo, George. Hallo. Einen schönen Tag. Mein kleiner Timmy, das ist ein guter Junge. Er ist brav und ordentlich und hat ein helles Köpfchen. Er hat sich noch nie mit jemandem geprügelt. Wir sind eine Familie, die zusammenhält. Ich weiß nicht, was wir tun würden, wenn etwas passieren würde. Ich muss ihn schlagen. Habe ich Waffen? Okay, ich habe keine Waffen. Sollte mal. Rockwares, irgendwo gibt es ein Haus, wo die Computersimulation drin ist. Nicht, dass ich durch eine Schlägerei sterbe. Irgendwo gibt es Waffen. Irgendwo gibt es Waffen. Poster. Mindestens. Gott verdammt, dieses Spiel. Diffus. Sagt man gar nicht gerade. Du gehörst hier nicht hin. Du solltest gar nicht hier sein. Ah. Das ist nicht real. Nichts davon. Es muss enden. Das Leiden muss enden.
Wir sind nicht wirklich hier. Wir reden nicht wirklich miteinander. Das ist alles eine Täuschung. In Wirklichkeit schlafen und träumen wir. Der Traum ist zu einem Albtraum geworden. Er muss ein Ende haben, aber wir haben keine Kontrolle. Er steuert alles und will nicht, dass wir aufwachen. Er nennt sich jetzt Betty, ist aber immer noch derselbe. Egal, in welche Verkleidung er schlüpft, hinter der netten Fassade steckt nach wie vor er. Ich rede von Braun. Der Mistkerl glaubt, er sei Gott, weil er alles hier miterschaffen hat. Ich weiß genau, dass er das Notprogramm noch benutzt. Das Notprogramm befindet sich im verlassenen Haus. Er will nicht, dass wir dorthin gehen, weil er Angst davor hat, dass wir das Notprogramm finden. Das ist das einzige Terminal zur Außenwelt. Die einzige Möglichkeit, alles auszuschalten. Du musst es unbedingt finden. Sonst noch was? Denk daran, was ich dir gesagt habe. Das Notprogramm ist im verlassenen Haus. Okay. Sonst noch was? Denk daran, was ich dir gesagt habe. Okay, eine Waffe hier. Keine Waffe mehr. Notfallprogramm. Keine Wissenschaftskünste, um das zu hacken. Keine Wissenschaftskünste. Gott, das Lied wird mich so foltern. Zum Ende. Ah, bis zum Ende foltern. Ja, ja. Von aus einer Hütte. Dieses Haus. Das verlassene Haus. Am Gnome. Ah, okay, es ist ein Puzzle. Ja. Das ist ein Puzzle. Das schaffe ich. Ich will den kleinen Timmy nicht zum Weinen bringen. Armer kleiner Timmy. Sonst noch was? Wir müssen auf jeden Fall mit dem Radio anfangen. Trial and Error. Ist doch nicht schön eingerichtet, das verlassene Haus. Okay. Radio. Mist. Mist, Betonkohl zum Schluss. Was? Gibt's hier noch mehr zum Drücken? Wirklich? Bin ich verwirrt. Radio. Glaskrug. Gartenzwerg. Komisch. Muss ich eins doppelt klicken? Das wäre gar nicht cool. Wir cheaten. Ah, Radio, Krug, Gartenzwerg, Krug, Zementblock. Oh, das merke ich mir nicht mehr. Radio, Krug, Gartenzwerg, Krug. Gartenzwerg, Krug. Krug, Zementblock, Gartenzwerg, Flasche. Oh, Mist. Das kann man noch nie herausfinden. Oh, wow.
Oh, ich will da nichts Falsches klicken. Oh. Okay, okay. Okay. Vielleicht kann ich ihn erpressen jetzt. Ich will auf jeden Fall keine Invasion starten, die ich selber nicht überlebe. Du sollst Timmy zum Ba- wenn du das Spiel gewinnst. Ach, mach dir darüber jetzt mal. Du musst Timmy ein neues Baum finden. Wenn ich das jetzt starte, killt mich das? Wenn ich das jetzt starte. Betty, böse. Gute Alternative. Nicht verlassen haben, Haus findet die Reihe Gegenstände, die aktiviert hätte, von Gefühl, bebraucht, dann klickt drin. Reinfreund. Okay. Anscheinend soll mich das nicht killen. Ach Gott, das killt mich nicht. Gegangen oder nicht, muss ich jetzt nochmal rein und das anders programmieren. Aktivieren. Du sollst Timmy zum Ich hab's nicht richtig gemacht. Ich hasse es. Ich hasse es. Ich hasse es. Ich hasse diesen Ort. Meine Albträume. Dieses Geräusch. Okay, nochmal. Okay, ja, okay, toll, cool, cool, ja, es ist viel Text, cool, du schreibst gerne dich selbst. FSF-Programm starten, Vorsicht. Ich habe kaum mehr dazu gewonnen, muss wohl die richtige Lösung sein, oder? Jetzt sterbe bitte die richtige Meimer. Okay, sorry, you're coming through, passing by. Was hast du getan? Du hast das Notprogramm ausgelöst und alles ruiniert. Die Zielpersonen werden sterben und ich stecke alleine in dieser Hölle fest. Du hast alles ruiniert, alles. Du? Nein, ich. Ich bin der Schöpfer dieser Welt. Ich fühle mich so verloren und so allein. Er war die ganze Zeit hier. Aber du warst zu blöd, um es zu bemerken. Verstehst du? Der Hund. Des Menschen bester Freund. Aber jetzt hast du mir alle Freunde weggenommen. Ja, ich bin sicher, dass es ihm gut geht. Wenn du die Simulation verlässt, wird er zweifellos auf dich warten. Aber auf mich wartet niemand. Ist das nicht offensichtlich? Du hast den Notschalter umgelegt. Hey. Alles zerstört. Ich habe keine Macht mehr über dich. Da ist die Tür. Geh. Ja, ich will nicht mit dir reden. Du bist pervers. Und er pfeift noch.
Warum ist das das gute Ende? Sterben wir trotzdem alle, oder? Oh Gott, ja, sie haben mir meinen Brotzhelm genommen. Vater? Hallo, ja? Sir. Hallo, Sir. Oh. Sohn, du hast mich gerettet. Ich hatte schon befürchtet, für immer da drin gefangen zu sein. Es ist schön, dich zu sehen, aber was machst du hier? Ich bin froh, dass du da bist. Mit dieser Entwicklung hatte ich nicht gerechnet. Ich war auf Braun nicht gefasst. Sonst wäre es mir besser ergangen. Ha. Nun, ich nehme an, es hatte auch gute Seiten. Aber alles in allem ziehe ich es vor, zum Greifen geeignete Hände zu besitzen. Jetzt, wo ich zurück bin, kann ich mich wieder an die Arbeit machen. Ich muss Madison sagen, was ich herausgefunden habe. Ich hatte mit Braun recht gehabt. Die von ihm entwickelte Technologie ist instabil und gefährlich, kann aber für das Projekt Purity angepasst werden. Ich muss nach Rivet City zurückkehren und mit Madison reden. Wenn wir ein GEEK-Modul finden können, können wir das Projekt Purity verwirklichen. Ja, ich gehe zurück. Meine Erkenntnisse werden Madison davon überzeugen, dass wir da, wo wir vor Jahren gescheitert sind, endlich Erfolg haben können. Ich möchte, dass du mich begleitest. Ich will, dass du dabei bist, wenn wir endlich die Schleusen öffnen. Okay, gehen wir. Das ist mein Junge. Beeilen wir uns. Da ich jetzt weiß, was wir brauchen, will ich so schnell wie möglich wieder an die Arbeit. Ja, das können wir später auch reden. Sei vorsichtig, mein Sohn. Ich dachte, die teleportieren mich hin. Nein? Hopp. Okay, cool. Kann ich da jetzt rein? Oh. Ich mir eine Power-Rüstung gönnen werde in der Zukunft. Gib mal Gas, alter Mann. So schaut es schon besser aus. Der chillt das an Leben. Okay, ja. Ich habe noch ein paar Stunden, um das Spiel halt fertig zu bekommen. Welcher Plan? Finishing this game. Hallo, Roboter. Hallo, Sir. Hallo. Was? Komm schon. Schade. Dann halt nicht. Ist okay, ist okay. Muss jetzt zurück teleportieren. Ich kann auf dem Weg dorthin noch irgendwo hingehen, wo ich was verkaufen kann. Ach, der chillt immer, wenn ich wegschaue. Hallo, Sir. Ach, ich hab einen falschen Anzug an. Wenn ich jetzt angegriffen werde, ist nicht cool. Papa mich unterstützt. Was? Na, ich muss alles neu belegen. Was hatte ich auf der unten Taste? Gleisgewehr. Natürlich, das Ding habe ich schon ewig nicht mehr benutzt. Das ist nicht gegangen. Okay. Nicht verwirrend. Auf. Lauf! Du bist nicht vor mir dort. Ich würde nicht warten. Na, ich werde warten. Ich habe keine andere Wahl. Stop. Du hättest sicher gern Jericho kennengelernt, oder, Papa? Kanntest du Jericho? Cooler Typ. Wollte immer Action haben, bis ihn die Action eingeholt hat. Aber ich habe ihm den Tod gegeben, den er wollte. Mit viel Action ging den gefährlichsten Gegner, den man sich vorstellen kann. Ah, so viel Action. Unendlich viel Action. Okay, tschüss. Ich gehe mal noch Moira besuchen. Die wahre Hauptmission des Spiels. Was? Ach, verdammt. Nicht cool.
Nicht cool. Nicht cool. Was zum Teufel? Ah. Oh, Vater hilft. Nur nicht sterben. Nur nicht sterben. Oh. Oh. Wenn, dann hilft er. Komm schon, Papa. Und ich gegen die Jaguar. Ja, der hat eine Fäuste. Dann habe ich gerade gedoppeltappt. Hast du es gesehen? Hast du es gesehen? Komm schon, haben wir drauf. Nein. Papa? Was gibt's denn jetzt schon wieder? Ach du! Etwas hast du dich da eingeladen. Ah. Ja, er hat sich selber eingeladen in diesen Fight. Da ist ein verdammter Wachroboter. Da ist gerade eine Rakete geschossen worden. Okay, schauen wir rüber. Sieht nach einem interessanten kleinen Camp aus. Was hat er getötet, der Typ? Ich habe Impulsgranaten. Die kann ich nutzen. Wachroboter schläft. Das ist, warum mein Vater ohne Kampfrüstung rumrennt oder sonst irgendeine Rüstung. Wie der das alles überlebt hat bis jetzt. Nur mit Fäusten. Wer hat da gerade geschossen? Ah! Da gutes Karma bekommen, wenn ich einen Sklavenhändler töte. Dieses Sturmgewehr ist gut. Oh. Ist das ein Sklave? Ah ja, schau. Ich will keinen Ärger und auch keine Unterhaltung. Und was mit den Sklaven? Wollt ihr Unterhaltung? Alles klar, Jungs, Mädels. Kommen Sie schon. Helfen Sie mir. Hoffentlich geht das gut. Wissenschaft. Ah, ist das Vibrieren nochmal? Oh je. Das Spiel ist aus. Oh. Wenn es kein Halsband wäre, wäre das Vibrieren dabei. Oh je. Rückzug. Habe ich dich, hat er gesagt. Oh. Das wird kein positives Karma sein. Das war kein positives Karma. Sorry, Mädel. Wenn es reparieren gewesen wäre, wärst du doch am Leben. Aber es war Wissenschaft. Das ist Sturmgewehr, das brauche ich. Die Companions Passives Bonus. Gibt es das? Kann das sein? Ja. Nehmen wir mit. Ich muss sowieso noch Megaton mich entgiften. Dose, eine gute. Okay.
machen wir halt eine On-Episode-Verkaufssession. Oder ich kann eigentlich cutten. Eigentlich kann ich ja cutten, stimmt ja. Kann ich alles wieder zusammenschneiden. So ein Editing-Power reinstecken in diese Folgen. Ah, ein Lasergewehr. Was Cooles. Ein Stealth Boy. Nicht die schlechteste Loot. Sogar die gute Muni hier. Papa chillt da drüben noch immer. Alter. Machst eine Kippenpause, Alter. Okay, ich gehe mal mit ihm reden, bevor es wieder irgendwas glitscht. Würde mich nicht wundern, so viel wie bis jetzt glitscht ist und schief gegangen. Alle anderen sind gestorben, nur ich nicht. Okay, ja, er wird schon weiter rennen. Okay. Na, wenn ich die Weltkarte treffe. Nein, Megaton, Megaton. Quartier, verkauf von Herle mich. Oink. Oh. Machen wir die Episode gleich vorbei.